Die Silfretta Seilbahn AG investiert regelmäßig in die Erweiterung und Verbesserung des Ischgler Skigebiets. Auch beim neuesten Großprojekt, der 3S Padac-Gradbahn, laufen die Arbeiten während der Sommermonate auf Hochtouren. Im Moment sind wir beim Infrastrukturtrakt fleißig beim Betonieren und im Seilbahntrakt parallel dazu mit der Stahlbaumontage beschäftigt. Und ganz ein interessanter Schritt, mit den Fahrbetriebsmitteln, also mit den Fahrzeugen, mit den Kabinen, hat man begonnen, diese zu montieren, zusammenzusetzen und gleichzeitig auch schon den Gondelbahnhof in Betrieb zu nehmen. Die insgesamt 31 Kabinen fassen jeweils 28 Personen und bieten viele Vorteile. Ja, einfach, dass man es geräumiger hat, auch wenn weniger los ist, hat man eine größere Kabine zur Verfügung, hat einfach mehr Platz, mehr Komfort, ist komfortabler gepolstert. In jeder Kabine haben wir eine Sitzheizung drinnen, die über die gesamte Strecke heizt und nicht nur wie bei Sesselbahnen üblich, nur in der Stationsausfahrt, sondern wirklich auf der gesamten Strecke hat man einen warmen Sitz zur Verfügung. Dafür, dass die Sitzheizung während der gesamten Fahrt gewährleistet ist, sorgt ein ausgeklügeltes System. Die Energie für die Heizung kommt aus Radnabengeneratoren. Also beim Laufwerk sind jeweils ein paar Rollen mit Radnabengeneratoren, ähnlich wie beim Fahrrad, ausgestattet. Und die sorgen für Energie auch auf der Strecke. Um sie bestmöglich zu schonen, werden die neuen Gondeln während der Nachtstunden in der Talstation garagiert. Der Garagierprozess selber, der ist vollautomatisch, sprich nach dem Leerräumen oder nach dem Leerfahren der Strecke, wenn sich keine Fahrgäste mehr in den Kabinen befinden, wird in der Talstation, in der Bergstation umgeschalten auf den Garagierbetrieb und dann mit einer Geschwindigkeit von ca. 5 Meter pro Sekunde wird dann die Seilbahn garagiert. Ein Großteil für die Kabinen kommt über einen Vertikalförderer ins Untergeschoss in der Talstation und wird dort dann im Schleifenbahnhof garagiert. Aber auch die Bergstation nimmt immer mehr Gestalt an. Bis zu Beginn der Wintersaison wird hier auf dem 2624 Meter hohen Padac-Grat eine beeindruckende Konstruktion aus Glas und Stahl thronen.